San Andreas ist eine Kombination aus Los Angeles, San Francisco und Las Vegas, ja genau. Ja gut, Las Vegas ist ja nicht mehr Kalifornien, aber deswegen, also du fährst ja quasi die Westküste entlang, ne? Von San Francisco zu Los Angeles und dann hast du ja, ne, so die Linie und dann ist ja da, ich muss jetzt gucken, dass ich spiegelverkehrt arbeite, weil bei der Cam ist das spiegelverkehrt, da ist ja quasi Las Vegas in Nevada und lass mich mal wieder durch, dankeschön und ja, schön ist es, Liberty City, was ist denn nochmal, ich bin komplett Banane hier. Ja, als ob, ey. Warte, noch ein paar Wünsche. Soll ich dir noch ein Butterbrot schmieren, bevor wir die Mission anfangen können? Gott, ey, das ist doch... War ein Schwachsinn hier. Wir machen das schon. Der Wuzi, der will das einfach wieder wissen. So. Chinatown auf dem DS rauskam, war das Spiel doch sehr gut. Ich sag nicht, dass es scheiße war, um Gottes Willen. Ich sag nur, dass, ich... das nicht gespielt habe, weil ein GTA für ein DS war. was so total abwegig ist irgendwie, weil DS so die Konsole für Kinder ist. Was nicht heißt, dass es nur Kinder spielen. Ganz und gar nicht. Ich habe selber ein DS, aber... ach, ihr wisst schon, was ich meine. So. Mach dich auf zu den Dogs. Hey, Dog. Mach dich auf zu den Dogs. Ist demnächst wieder WoW-Stream mit Bonjour und Unge geplant? Jo, die sind nur gerade aktuell irgendwie im Stress. Das soll nächste Woche wieder steigen, wenn man hier alle täuscht. Dann machen wir dann weiter. Sekunde mal eben. So viel Zeit muss sein. Dann machen wir da auch weiter. Das ist geografisch nicht ganz korrekt, ist mir klar. Aber es sind halt die Städte von Santa Andreas. Ja, ja, klar. Das war auch keine Verbesserung von dir. War nur quasi eine Ergänzung zu dem, was ich gesagt habe. Weil es ist ja nicht ganz Kalifornien, um Gottes Willen. Das sind ja nur die großen Städte als Vorbild. Und Las Vegas ist ja dann die dritte Stadt, in die wir gleich hoffentlich irgendwann mal kommen. Wenn der Wuzi mal sagt, schau Kakao. Der Wuzi ist nämlich jetzt hier die letzte Armee. So, was muss ich jetzt hier machen? Ich weiß es nicht mehr. Aus dem Weg. Was waren hier die Angelegenheiten? Das Boot, auf dem nur die Wanze platzieren. Ah. Okay, Doki. Ja, doch. Es gibt auch so eine ähnliche Mission bei GTA 5, oder? Was, GTA 5? Unge ist also im Stress, hätte ich nicht gedacht. Nee, ich glaube, es ist tatsächlich eher Bonjour, die im Stress sind. So. Die zeigen einem jetzt hier wirklich den Weg aus den Felsen raus. Auch sehr schön. Oh. Ah, nee. Das war's. Die Strecke vor dir ist blockiert. Es gibt einen Unterwassertunnel. Du musst tauchen und hindurchschwimmen. Okay, das ist ja echt jetzt hier so, als würden wir gerade ein Tutorial spielen. Okay, schwimmen wir mal durch. Du kannst jetzt wieder auftauchen. Hä, wieso geht die Luft jetzt schon wieder so schnell weg? Sekunde mal. Nee, okay, das war... Ich dachte gerade. Hol das Messer. Mach mal jetzt. Hol tief Luft, mein Brudi. Ich glaube, wir trainieren die Kondition ja theoretisch hier bei der Mission auch noch ein bisschen. So. Bananas in Pyjamas, was ist das denn für ein sexy Kerl? Hallöchen. Wie geht's euch? So. Die Hauptpatrouille über das Wasser wird von zwei Patrouillenbooten überwacht. Wenn sie sich bemerken, tauche unter, damit sie nicht mehr auf dich achten. Okay, schwimm nicht an der Wasseroberfläche, sonst wird man dich bemerken. Okay. Das könnte eng werden mit dem Lungenvolumen hier. I think I see something in the water. Oh Gott. Gotta stop spooking myself. There he is. Shit. 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 Shit.
Shit. Shit. Shit. Shit. Shit. Okay, easy going. Wie komme ich denn da hoch? Okay, ich sterbe gerade, ne? Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ja, ich bin tot. Wie soll man das denn machen, Alter? Das wird knifflig. Um Hase im Stream erwähnt zu werden, ich kann jetzt von meiner Bucketlist entfernen. Ja, gar kein Problem. Was hast du denn da noch stehen? Vielleicht können wir den Rest auch noch abarbeiten heute. Alter, ich habe eins der Boote immer gekabelt und bin Frontalangriff aufs Schiff los. Das Ding ist halt, wir sollen eine Wanze platzieren. Muss halt nicht komplett silent passieren. Ich meine, wir haben Messer. Wir könnten quasi eins der Schiffe halt wirklich von unten wegknallen. So. Dann schnell zum Hafen. Aber wir kriegen das hin. Das ist, also ich habe das, wie gesagt, ich habe alles schon mal geschafft. Ja, verpiss dich. Ich bin in ein Auto eingestiegen, was geparkt hat. Null Möglichkeit, dass dieses Auto mir gehören könnte, ne? Die überprüfen ja noch nicht mal die Fahrzeugpapiere. Ich meine, das Auto gehört mir nicht. Ja, die sind schon im Recht. Aber prinzipiell, nur weil ich schwarz bin, ja, geht gar nicht. Komm, mach mal einen Abflug hier. Nee, lass mich in Ruhe. Nope. Hey, 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 hey. Boah, beruhigt euch doch mal. Was ist denn hier für ein Stress schon wieder angesagt? Mann, du. Wenn du unter Wasser nicht bewegst, sinkt deine Leiste langsamer. Ah! Okay. Das ist ein Hinweis, den hätte ich vorhin auch gut gebrauchen können. Alter, ich muss mal in die Nase kratzen hier. So. Dabadabadab. Adabadabadu. Adabadabadab. Dabadabadu. So. Da vorne sind wir doch schon wieder. Bremsweg perfekt ausgemessen. So. So, dann schwimmen wir eine Runde. Und ich meine, wenn wir das jetzt schlau anstellen, dann kriegen wir das auch hin. Jetzt kriege ich ja gleich das Messer. Ja, komm, machen wir auf da jetzt. So. Lungenvolumen ist gerade nämlich nochmal hochgegangen, also easy. Ich glaube tatsächlich, die Werte erhöhen sich random, oder? Kann das sein? So. Jetzt warten wir mal kurz. Ah. Ich wollte schon immer mal als Zuschauer eine Donation von einem Streamer. So. Wo ist das Schiff? Ich möchte einmal aufs Schiff gehen. Shit. Told you I saw some idiot. Wow. He can't hold his breath forever. Doch, kann ich. Ich bin Aquaman. Ich verkack's gerade schon wieder, oder? A man in the water. He's gone under. He must be dead. See that over there? Scheiße nochmal. Kann ich nicht einfach so machen? Ich sehe halt gerade gar nichts, ne? Was witzig. Mann, scheiße nochmal. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Kaper eins der Boote. Kacke. Viscop, danke dir fürs Resubscriben. Good old times. GTA San Andreas. So is it. Ah, verdammt, ey. Die Mission, die wird mich noch eine Weile aufhalten. Verdammt, ey. Mist. Das ärgert mich, ey. Das ärgert mich jetzt. Sea of San Andreas hier. Hm,
Ich überlege gerade, wie wir es am besten machen. Ich meine, ein Schiff zu kapern ist die schlauste Idee, aber ich komme gar nicht, die sind viel mit dem Schiff viel zu schnell dabei, als dass ich da hinterher tauchen kann. Ich muss halt wirklich entweder unter Wasser warten. Lass mich mal durch. So. Alter, das ist mein Tune, ne? Das ist genau die Musik, die ich auch so privat persönlich gerne höre. So R&B aus den 2000er Jahren. So. Wunderbärchen. Wenn du tauchst, darfst du dich nicht bewegen. Dann kannst du viel länger unten bleiben. Ja, ja, das habt ihr ja vorhin schon gesagt, aber das Problem ist halt, also zumindest sehe ich das als Problem, vielleicht habe ich dann nur noch nicht den Dreh so raus. Wenn ich mich nicht bewege, dann tauche ich langsam wieder auf. Also dann treibe ich wieder nach oben. Aber dann muss ich das irgendwie anders lösen hier. So. Versuch 3. So. So. Ja, das kriegen wir immerhin schon mal gut hin, ne? Das habe ich ja drauf. Oh Gott. Oh Gott. Mehr oder weniger habe ich es drauf. Boah, bin ich doof. Das war verdammt knapp gerade. Gerade ein Danke-Video gesehen. Tut mir leid zu hören, dass ich die Technik im Stich gelassen habe, wie du auch immer mach, worauf du Bock hast. Guck dich seit 3 Jahren und fand deine Entscheidung, Veränderung immer nachvollziehbar und hat meinen Lieblings-Gaming-YouTuber hervorgebracht. Ohne Änderung und Anpassung gibt es keinen Fortschritt. Vielen Dank für dein Feedback. Oh Mann, ey, ich wollte doch... Achso, ich soll mich nicht bewegen, ne? Da, siehst du, das meine ich. We got a swimmer approaching the boat. Was hilft eigentlich? Warum gibt's eigentlich einen Schalldämpfer, wenn die mich trotzdem sehen? So, dem könnte ich mir jetzt nähern. Komm schon. Oh shit. So. Schieß dir in die Foot, Junge. Ich bin Footlocker. So. Und jetzt kann ich von hier aus schön snipern. Haha. Nee, kann ich nicht. Bin zu schlecht. Okay. Da müssen wir halt nachher nur noch aufs Licht aufpassen, wenn wir die down haben. Aber es ist umso ärgerlicher, wenn wir jetzt... Okay. Die sind alle down. Ich würde sagen, Abfahrt, oder? Ja, da hinten ist noch ein Boot. Kann ich da was sehen? Ah, doch, warte mal. Na gut, der Fahrer, der kann mich von mir aus mal... Okay, da sehe ich jetzt keinen mehr. Was ist da hinten? Das ist alles nur weiß. Na gut, wir müssen ja jetzt auch nicht alle ausschalten, sondern... Ne?
Können auch entspannt einfach da mal darüber schwimmen. So. Ich weiß halt nicht, wo es hier hochgeht. Ist da eine Leiter oder sowas? Ja, da ist eine Leiter, okay. Nee, ist keine Leiter. Oder müssen wir von unten ins Schiff rein? Da ist so eine Muschel, die man sammeln kann. Komm schon! Geh drauf! Geh drauf! Oh Gott! Oh Gott! Das war verflucht knapp, Mann! Lebt er noch? Okay, andere Seite, okay. Ich hoffe, ich brauche kein Leben für die Mission. Da ist eine Treppe. Also man kann im Spiel tatsächlich keine Leitern klettern. So, da sind tatsächlich noch Leute oben. Ach, scheiße. Ich bin so tot, das wird nichts. Hm. Ist hier vielleicht irgendwo eine Weste oder sowas? Zum Glück sind die NPCs ziemlich dumm. Okay. Jason Voorhees 7, ich danke dir fürs Subscriben. Ich bin gerade ein bisschen angespannt, deswegen entschuldigt mein ruhiges Gemüt. Wo ist der letzte? Der ist da irgendwo. Oder ist der über uns? Ey, wenn uns einer abknallt, dann... Da. Shit. Ist da einer drin? Ich hoffe nicht. Okay. Oh, Leute, Mann! Ist nix. Okay. Da ist auch nix, okay. Ich trau mich nicht. Hier ist doch irgendwas, Mann. Ich hab nicht mehr so viel Leben. Was? Da, siehst du, da ist noch einer. Okay, Joy 7. Okay, ich verpiss mich jetzt einfach. Scheiß drauf. Okay, das ist der... Oh Gott, schießen die auf mich? Ich muss nur da hinten hin, Leute. Huh! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.
nein, ich sterbe jetzt. Das ist wieder so eine Situation, wo ich ganz kurz vorm Ende einfach nur noch krepiere wahrscheinlich. Yes! Bam! Geballert. So sieht's mal aus. Wie fucking Splinter Cell Boy. Ich hab keine Ahnung, wie der Charakter heißt, den man da immer spielt. Huh! Gut, dass wir die Schalldämpfer-Gedönse hatten. Schönes Ding. Schönes Ding. Jetzt brauchen wir nur noch einen fahrbaren Untersatz und keine Polizei, die uns umbringt. Da, den möchte ich gerne. Ich werde sterben übrigens. Wisst ihr das schon? Ich werde sterben. Die Polizei ist hinter mir her und sie wird mich einfach umfahren. So. Schnell abspeichern. Ganz schnell abspeichern. So ist das hier. Oh, Junge, Junge. Naja. Easy, easy, peasy. War nicht so einfach die Mission, aber das ist auch eine schöne Schwierigkeit gewesen. War nicht unfair schwierig, man musste nur den richtigen Weg finden. Und das finde ich dann eine ganz tolle Sache. So, das gefällt mir immer sehr gut. Nicht künstlich irgendwie scheiße schwer machen die Mission, sondern durch die gegebenen Anlässe. Oh Gott, da kommt die Polizei. Oh Gott. Oh, wie ich einfach über das Auto gesprungen bin. Okay, easy. Zack, rein, 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 rein. Oh, yes. Gut. Damit wäre das safe. Wir brauchen das nicht nochmal machen. Halleluja. Und können uns jetzt in die nächste Mission. Sam Fisher ist der Typ. Ah, okay, danke. Ich bin wie Sam Fisher. Richtig krass drauf und so. Ja, ich spiele es auf dem PC, aber mit dem Xbox-Controller momentan. So, nächste Mission. The Da Nang Tank. CJ, you caught me on my way out. Business? This is the big one. This is the one that is going to seal my place in the Red Gecko Tong. But something's come up, and I gotta sort things out myself. Excuse me. Little Lion, what's the news? Damn. Why today of all days? Okay, shit. Take Guppy and go check it out. Trouble? The Da Nang boys are arriving today on a container ship. Little Lion's gone to check it out. I really gotta go too. Hey man, look, don't even trip. I'ma handle this for you, alright? Thanks, my friend. Your help and friendship has been invaluable to me. Thanks, man. What are other guys? Oh, they're getting a helicopter to do a couple of flybys of the ship. Look, if everything goes well, I'll call you in a week or so and invite you to my new spot. Das kann das. Oh, okay, Dockeli. Oh, schön. Also, noch sage ich, oh, schön. Ich. Aus dem Flugzeug schießen ist immer ganz witzig. So. Warte, muss das so sein? Wahrscheinlich, ne? Ich hätte mir eine Weste holen sollen. Hätte ich mal. Was? Jetzt ernsthaft? Doch, du dreckiges Spiel, Mann. Och Gott, ey. Ich muss jetzt, ich habe jetzt echt alle meine Waffen verloren, ja? Ich muss jetzt also alle meine Waffen, die ich angesammelt habe, wieder kaufen, ja? Wegen dieser Mission. Also nur fair wäre es, wenn die mir nach der Mission die Waffen alle wieder erstatten, ne? Wo geht's denn hier lang? Hätte ich da gerade weitergemusst? Oh Mann.
da hoch? Hier hoch wahrscheinlich, ne? Oh. Oh shit! Oh shit! Wow. Ich meine, ich hätte prinzipiell auch mit der Schrotflinte arbeiten können, aber ich dachte, warum? Und jetzt weiß ich, deswegen. Oh, da sind Quallen, bitte nicht rein. Wie auch in jedem Spiel einfach Quallen für was Schlechtes stehen, ne? So. Da. Dann machen wir es halt auf die altgewohnte Art, ne? Aber den einen Lappen habe ich ja sowieso schon wegge... Ah, ne, der ist da hinten. Den hole ich mir. Gimme that. Schön. 30 Schuss haben wir. Mann, so stimmst du mir zu, dass Buschhausen kein richtiger Stadtteil von Oberhausen ist. jeder hat die Berechtigung, ein Stadtteil zu sein. Oder so. Ich weiß nicht. Warum sollte Buschhausen kein Stadtteil von Oberhausen sein? Sniper Masel all the way. Was geht ab? Ich knall euch ab. Ihr Luschen. So. 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 Quallenrassismus. Ich nehme an, das musst du im Speedrun so machen, oder? Ich weiß nicht. Also geht es im Speedrun nicht eigentlich darum, das Spiel so schnell wie möglich fertig zu spielen? Oh, der kam unerwartet, aber war doch... Hallo. Warum verschwende ich so viele Schuss auf dich? So. Einen gezielten Treffer und los geht es, ey. War hier noch einer? Ich habe nur nicht mehr viel... Ah, wunderbar. So viel dazu. Danke, liebes Spiel. So. Jetzt eine gewisse Weste. Nee, hier ist eine Waffe. Okay. Komm nicht. Können die nicht lieber zu mir kommen? Komm. Ich hab das Gefühl, die kommen nicht. Ich sehe halt gerade gar nichts. Ich habe einfach blind jetzt mal geschossen. Gut. Ja, komm, die Munition nehme ich mal mit. LOL! LOL! Du Wichser! Du Wichser! Oh! Oh, entschuldige meine Wortwahl, aber das kam jetzt wirklich ein bisschen überraschend. Hockt der da einfach hin? Drin? Hin? Gottes Willen, ey. Ja, toll. Schönes Leben wieder verloren hier. Ist hier vielleicht irgendwie eine Rüstung oder? Da geht's runter, ne? Hier ist nix. Oh. Ich muss auch sagen, ich spiele seit... Hallo, hier ist Jessica. Ich spiele seit der Mission zum ersten Mal ohne den Auto-Aim. Also ich versuche den Auto-Aim ein bisschen zu umgehen, weil es ja doch ein bisschen schlauer ist, einfach einen Headshot zu setzen. Gut riechst du. Was hast du getan? Hm. Okay. Ich hab so... Ich schiss gerade. Ist da vielleicht noch irgendwas versteckt, was man gebrauchen könnte? Irgendwie eine Rüstung oder ein Herzchen oder... Ich hab jetzt echt keine... Nee. Naja, gut.
dann machen wir weiter. So. So. Oh nee, das war nur der. Ring of Fire. You wanna bring the snake head down here? Not long until we're drinking cola in the free west, eh? Hey, who the fuck are you? Oh. Ey, oh lol. Mist. Wenn ich in Panik gerate, dann schieße ich einfach weiter. Das ist halt so mein Style, versteht ihr das? Ich glaube dahinter, da müsste doch noch irgendwas sein, oder? Munition nehme ich einmal mit. Wenn die mir schon alle Waffen klauen, dann... Ist hier irgendwas... Jawoll, das habe ich doch... Genau so hätte... Bitte nicht festbacken, danke. Genau so. Hallo, möchte ich das. Schön. So können wir arbeiten. So lässt sich das... Gut. Ist da noch eine? Ich hab jetzt irgendwie... Alter, ich schieß den voll in die... Wo bin ich hier? Boah. So, scheiß drauf. Okay. Ja, Alter! Bavon! Ey, du Kackkamera! Drehst dich einfach hier komplett... Ja, hier mal ein Abflug, ey. Gott. Dann drückst du zielen und der dreht sich einmal in die ganz andere Richtung. Das ist einfach pervers geil. Ich stehe da richtig drauf. Okay. Da ist der. Ich hab... Ah, gut. Stick this up your ass! Ciao. Schieß auf das Vorhängeschloss. Ich traue dem Ganzen ja aber irgendwie nicht. Da, hier ist aber mit Sicherheit noch mehr Besatzung, als wenn... Hey, you! Help us! Hey, you! Wieso siehst du so lustig aus? Weil ich dazu wollte. Please! The snake had tricked us! We're prisoners! Ich erschieße sie jetzt alle. Help us escape! Ach ja, Geiseln erschießen ist auch richtig witzig, oder? Ja, total. The snakehead is up on the bridge. Alter, das ist der Endboss da. Schalte alle Personen auf der Brücke aus. Warte, hat der jetzt hey gesagt oder kommt da jetzt noch mehr? Gott, ey. Aber wenigstens habe ich mein Leben auf... Was für ein Satzbau schon wieder? Aufgeladen bekommen. Ich habe mein Leben aufgeladen bekommen. Nee, muss ich gar nicht hoch. Das war los. Das ist mir egal, ich soll nur die Affen hier umlegen, die da jetzt noch kommen. Das. Ich glaube, ich muss hier hoch, oder? So. Passiert doch jetzt wieder irgendwas Dummes und ich sterbe und ich darf alles nochmal machen. Das ist eine ziemlich lange Mission. Bei der langen Mission, da passiert das am ehesten, dass sowas kommt. Wo dann am Ende so, keine Ahnung, irgendein... Ah, toll. Kann ich da irgendwie... Ja, schön, die Kamera austricksen. Rein in den Hals. So. Wollte wahrscheinlich nur mal eben so frische Luft snacken, weil der Kopfschmerzen hatte und du schießt. Ja, ich habe ihm die Kopfschmerzen genommen. Oh, aber es schreckt mich doch nicht so. Holy shit, habe ich mich jetzt erschrocken. Und Kopfschmerzen AD. You wanna get shut up, huh? Gut. Ist das hier schon direkt die Brücke? Ja.
Maul bisher. Oh Gott, nee, komm. No offense. Ja, danke fürs Katana. Ciao. Wir klären das jetzt hier, ey. Ich hätte ihm auch einfach ins Gesicht schießen können. Auch sehr cool. So. Dann treffe ich mich mal mit den Flüchtlingen da unten. Warum auch immer die hier so genannt werden. Weil jetzt sind es ja Flüchtlinge, aber die flüchten ja. Ja, aber ich bin ja dann auch einer. Ja. Da sind sie. Und Schaden. Doch nicht. Fladen. Danke. Ja, gerne. Ich habe einfach das ganze Boot für euch ausgerottet hier. Und das gibt schöne 15.000 Mark auf die Kralle. So muss das. Und übrigens sehr schön. Es freut mich, dass wir wirklich immer noch 1.000 Viewer sind. Obwohl ich nicht mehr auf der Startseite... Wobei, bin ich noch auf der Startseite? Ich glaube nicht. Wie bitte? Ich glaube, ich bin auf Platz 1 für eine Stunde. Das bedeutet quasi, ich bin... Stop. So. Ich brauche Auto, bitte. Ich brauche der Auto. So. Ja, sollen sie ruhig sein. Ich glaube, ich muss mit meinen Mods auch nochmal durchsprechen, wann getimeoutet wird. Es gibt keine Kritik gegen Mods, aber ihr dürft da gerne häufiger zugreifen, weil ich habe eindeutige Regeln eingegeben. Ja, wenn Neuer den Chat betritt, steht da drin sowas wie keine Beleidigungen, kein Backseat-Gaming und solche Geschichten. Und wenn da sich da nicht dran gehalten wird, dann wird man nun mal getimeoutet oder gebannt. Da muss man dann irgendwie mit umgehen, ne? Weil, liebe Freunde, auch wenn ihr es nicht glaubt, aber es ist wirklich kein Schwein für euch, wie gut ihr aimt oder wie schlecht ich aime. Wenn die Leute sich das hier angucken wollen, dann lasst ihr doch. Wenn ihr nicht wollt, dann geht einfach. Das ist das immer im Internet immer noch nicht verstanden wurde, ne? Verstehe ich nicht. Aber gut. Geschafft, gespeichert und keine Waffen mehr. Das kotzt mich dermaßen an. Sind die gerade auf das offene Meer hinausgefahren? Ja. Was? Die Flüchtlinge sind ins offene Meer reingeballert. Ciao! Ballern! Schön, so muss das. Nur Sprit bis zum Festland. Nächste Mission ist einfach. Ja, so die muss ich dann aus dem Meer fischen. Ja, sehr gut. Das Schöne ist, wir haben Wusi fertig. Wir können wieder zurück zur Werkstatt, theoretisch. Ich gehe jetzt aber erstmal zum Waffenladen. Und dann kommen wir in die nächste und letzte Stadt des Spiels. Mein Gott, ey, wie schnell wir hier schon wieder durchkommen. Nicht zu fassen. Hallo, ich bin neu hier, ich zocke meist auf dem Rücksitz. Solange du das nicht machst während des Streams, ist das okay. Ich nehme Abkürzung. Du kennst mich noch nicht so gut, ne? Doch. Ich nehme lieber ein kaputtes Auto in Kauf, als dass ich 2 Minuten länger Auto fahre. Ja, das so ist wie du halt in echt. Ja, richtig. Ist ein teures Leben, aber es lohnt sich. Wir sind immer schneller da. Komm, jetzt mach mal. Nein, doch nicht. Weißt du, wurdest du nicht von der Polizei, bist du wieder eine alten Oma oder so, das Auto klaust. Und dann, wo fahre ich ja eigentlich gerade hin? Zum Pizzaladen. Das ist eine ganz falsche Richtung. Okay, die Abkürzung war tatsächlich dumm. Aber meine anderen Abkürzungen sind der Shit. Ist halt einfach so. Nein, das brauchst du nicht. Ich wusste gar nicht, dass man GTA ohne fliegende Autos spielen. Das ist ein Spiel kaputt. Die gute alte Zeit. Wenn wir hier durch sind mit dem Spiel und keinen Bock mehr haben, dann können wir von mir aus auch gerne mal alle Cheats einmal eingeben. Das mache ich mal ganz gerne. Danke dir. Ich hab Lapine. Das mache ich mir mal eben auch. Das Auto kann auch von alleine weiterfahren. So. Ah, das war gleich besser. Und ich fühle mich auch gleich viel schöner. Oh, was soll das denn heißen? Bin ich nicht schön ohne Labello?
Oh ja, ich bin immer schön. Das glaubt. Boah, Alter, jetzt rasten die Taxifahrer wieder aus, ey. Wie im echten Leben. Ja, und die Juden springen auch bei uns immer vors Auto, ganz normal. Die brauchen so dringend Jobs, dass sie quasi den Leuten vors Auto springen, damit die anhalten. Aber. Oh, Dead Girl möchte Guacamole, ey. So. Kurz Krümmel. Achso, hier sind wir doch schon. Ich park mal vorm Gebäude. Und dann schauen wir mal. Das Taxi hat Nitro. Eine neue Waffe ist erhältlich. Die Sturm. Ja, geht doch, Alter. Endlich. Die AK-47. Alter, die kostet 3,5. Oh, ich habe die gekauft, ohne zu gucken, wie viel die kostet. Das ist mir viel zu viel eigentlich. So. Zum Aufmachen ist das da entstanden. Von Santa Maria. Guacamole aus der Dose. Haben wir zum ersten Mal geholt. Muss ich da immer probieren. Ich hab das jetzt an der Nase. Ich bin halt ein riesen Nacho-Fan, aber ich esse die nie. Außer ganz selten im Kino mal. Oh, jetzt muss ich hier wieder unfassbar viel Kohle für die. Weißt du, es ist so unverschämt, was die mir hier alle abgeluchst haben, ne? Approved. Das haben wir halt aus Holland. Santa Maria heißt es übrigens. Weil ich glaube, in Deutschland gibt es keine Guacamole, wenn du die nicht selber machst, ne? Kaufen glaube ich nicht, obwohl vielleicht in so ganz bestimmten Läden, aber so normalen kleinen Läden glaube ich nicht. The war is coming, you hear? Ah, wobei, einen Sniper nehme ich trotzdem mal mit. Wie viel kostet denn? 5! I didn't sell you this, right? Hope you kick some ass. Ich hasse diese Mission, die hat mir einfach locker 40.000 Mark an Waffenmunition abgenommen. Hallo Katze? So, mein Auto steht da noch, dann können wir wieder zurück abspeichern. Keine Katzenguacamole. So. Ja. Und? Achso, nach dem Spielen, glaube ich eher nicht, oder? Achtung, Achtung, Achtung. Jetzt nicht hier die Katze auf die Tastatur drücken. Genau, eher einen Kampf wieder woanders weiter austragen, wenn. So. Hast du gewonnen? Guacamole. Die Pokémon-Karten habe ich schon weggepackt. Wer dagegen, ich weiß, sorry. Ich habe selber Schmerzen in den Seiten, also vom ganzen Lachen. Make some bacon and put it in the pancake. Fuck, ich treffe nie mehr. Zack, zack, so. Und zack. Wer sich fragt, wieso zum Teufel speichert der zwei Spiele?